Hallo, ich bin Carola Barth und ich habe heute ein neues. So, jetzt mache ich gerade mal Sungazing. Das bedeutet, ich gucke mit offenen Augen in die untergehende Sonne. Mehr nicht. Ungefähr 10 Minuten in der ersten und in der letzten Stunde ist. So schön scheint die Sonne jetzt. Und das ist hier ein schöner Standort, außer dass hier zwischendurch die Autos lang rauschen und ein paar Fahrräder. Aber ansonsten ist es ganz schön von hier. Zumindest fange ich die klare Sonne ein. Ja, was verrückt. Ich habe das Sungazing auf Empfehlung meines Herzallerliebsten ausprobiert und war natürlich am Anfang, als er damit ankam, sehr skeptisch. Denn was lernen wir schon von klein auf an? Verblitzt dir nicht die Augen, guck nicht mit den offenen Augen in die Sonne. Davon kannst du das Augenlicht verlieren, dann wirst du blind, also was gleichbedeutend ist. Ja, und von daher war ich sehr ängstlich. Ja, und am Ende war es so, dass ich seit, boah, jetzt muss ich wieder überlegen, seit etwa 2 Monaten mehr oder weniger regelmäßig, wenn es sich anbietet. Das ist ja immer die Frage, wann Sonnenaufgang und wann Sonnenuntergang ist. Und die Sonne natürlich scheint, das ist ja Voraussetzung, das Sungazing praktiziere. So, jetzt ist die Frage, was ist mit den alten Glaubensmustern? Und kann ich auch da meine bewährte Technik, Hand aufs Herz, einsetzen, um mir deutlich zu machen bzw. Antworten zu bekommen, die ich sonst nicht bekomme. Ja, ich habe es auf jeden Fall probiert, habe es heute tatsächlich mal als Probelauf gemacht während des Sungazings und frage jetzt nochmal, damit wir davon auch eine Aufzeichnung haben. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, ist das wirklich so, dass Sungazen gefährlich ist? Da kommt erstmal Nein. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit und ich frage mein höheres Selbst, mein Bewusstsein, muss ich etwas beachten? Ja, also das, was ich schon mache, diese Zeiten einhalten, nicht zu lange am Stück in die Sonne zu gucken, das ist ganz zweckmäßig. Und ich frage mein Herz und mein Bewusstsein, mein höheres Selbst, gibt es etwas, was ich noch unterstützend beachten kann? Was macht das Sungazing überhaupt? Wie ist das eigentlich? Ganz interessante Sache. Ich habe irgendwann mal eine Vorstellungsreise, eine Fantasiereise aufgesprochen. Und um das Thema nachher so ins Neutrale zu bringen, habe ich dann irgendwann das Kapitel angesprochen, dass man an einen Strand geht und dort der auf- oder untergehenden Sonne zuguckt und von der Energie, die aus dieser Sonne kommt, tankt. Also, dass man diese Energie einfach in sich aufnimmt und diese Energie kann man jederzeit aufrufen, abrufen und somit von dieser Energie profitieren und diese Energie für sich nutzen. Und so eine Antwort habe ich vorhin bekommen und die möchte ich nochmal neu generieren. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, was passiert eigentlich im Körper, im menschlichen Körper oder in meinem Körper, kann ich ja nur sagen, wenn ich Sungazing betreibe, also mit offenen Augen in die Sonne gucke. Es ist tatsächlich so, dass diese Sonnenfrequenz, dass die Energie, die ich da aufnehme, im Körper weiter transportiert wird. Also diese Energie, die aus der Sonne kommt, dient sowohl, ich sag mal, in Anführungsstrichen der Ernährung, aber ganz besonders dient sie der Versorgung der Zellen. Und Zellen, die zu wenig Energie haben, das war nämlich bei mir der Fall, zum Beispiel im Bereich Dickdarm, Dünndarm, wenn da zu wenig Energie ankommt, dann kann das Sungazing, so war jedenfalls meine Antwort für mich, das Sungazing kann dann
Energien in diesen Bereich der Unterversorgung lenken. Das fand ich sehr, sehr spannend und sehr, ja, eine Perspektive, die ich so überhaupt nirgends gefunden habe. Oder müsste man mal wieder nachlesen, ob es das in den normalen wissenschaftlichen Studien zu dem Thema überhaupt schon gibt, ob es darüber Erkenntnisse gibt. Ja, also haben wir ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, wie zuträglich ist es dem Körper noch? Gibt es noch irgendwie einen Aspekt, den mein höheres Selbst kennt, der mir im Verstand gar nicht schlüssig ist? Da kam noch sowas wie, also einmal war ja die Energieversorgung, aber scheinbar auch, dass Stoffwechselprozesse besser entgiftet werden können, also dass eine Entgiftung stattfindet. Und jetzt habe ich nochmal eine ganz besondere Frage. Ich habe nämlich mit dem linken Auge Schwierigkeiten, da habe ich irgendwie eine Sehnervverletzung. Und jetzt ist die Frage, wird mein Augenlicht, mein Sehen dadurch noch verbessert? Ja. Okay, also ich kann nur sagen, was ich für Erfahrungen gemacht habe mit Sungazing. Ob ihr das für euch mal ausprobiert, ganz vorsichtig euch rantastet. Man beginnt mit einer Stunde, Quatsch, man beginnt mit einer Minute und steigert sich dann von Tag zu Tag. Ihr macht das natürlich in eurer eigenen Verantwortung. Ich kann nur sagen, was ich mache und dass meine Erkenntnisse für mich gelten. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Aber vielleicht ist es eine kleine Anregung und vielleicht wagt ihr euch einfach mal daran und macht selber Erfahrungen damit. Alles Liebe für euch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne ein Like. Und wenn ihr weitere Informationen haben wollt, dann schreibt gerne was in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.